Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Singapur, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio in Asien. Ich helfe dir, Hashtag eine starke Stimme zu bekommen und heute gucken wir uns mal typische Gesangsfehler an. Ein großer klassischer Fehler ist die Stimme hochdrücken, hochpushen. Im Englischen sagen wir dazu straining, you strain your voice, du drückst, du pushst deine Stimme hoch, du ziehst praktisch ungesund mit schlechter Technik dein Bruststimmregister hoch. Und ich zeige euch mal, wie das dann ungefähr aussieht. Der Klassiker ist hierbei Never Enough. Also wenn hier eine Maus herkommt und Never Enough singt, dann klingt es dann meistens so. Never Enough! Enough! Und das ist dann der Moment, wo jeder Gesangslehrer so, oh mein Gott, warum? Und das ist nämlich das Problem, wenn man nämlich zu Hause allein singt. Weil man weiß halt, oh Gott, das tut jetzt halt weh, man drückt die Stimme hoch, man weiß aber nicht, wie man das dann ändern kann und warum das eigentlich passiert. Ja, richtig gute Sänger können sozusagen ihre Bruststimme hochziehen. Wir verwenden den Ausdruck hochziehen eigentlich nicht so gerne. Oftmals wird dann doch geteilt in Register, also Bruststimme, Vocal Fry, Bruststimme, Kopfstimme, Flageolet oder Whistle Register. Für viele ist es dann so, bei Never Enough möchte man sehr gerne belten. Also man möchte wirklich sehr gerne richtig, oder Call Register sagen einige dazu. Also einige möchten wirklich Never Enough ganz schön ausgesungen haben. Natürlich viel kraftvoller als was ich jetzt gemacht habe. Und was passiert ist halt, dass die Leute das hochziehen, hochdrücken. Ja, das ist zum Beispiel so ein typischer Fehler, der hier im Studio passiert. Beim Straining muss man immer darauf achten, dass man wirklich eben nicht dieses Gedrückgefühl hat, dass man nicht... Es ist halt keine... Es darf sich halt nicht zusammenziehen, es darf sich halt nicht verspannen. Ja, man muss wirklich frei sein hier in den Stimmbändern, man muss einen guten Support haben, man muss auch die moderate Menge an Luft haben und man muss auch ungefähr wissen, wo das Ende meines Bruststimmregisters ist. Damit du dann nämlich eventuell den ein oder anderen Part im Mix-Voice-Bereich singen kannst. Klar könntest du als richtig guter Sänger ziemlich weit hoch in den Tonalitäten durchbelten, aber oftmals ist es viel einfacher und doch viel besser, wenn man dann ins Mix-Voice-Register oder Mix-Voice bricht. Also Mix-Voice-Register gibt es ja eigentlich gar nicht. Also Mix-Voice sind ja immer diese paar Töne, da gehen wir aber mal in einem anderen Video nochmal drauf ein. Nummer 2 ist ein typischer Fehler und zwar, viele Leute machen den Mund nicht auf. Ja, und dadurch, dass dann der Ton nicht richtig rauskommen kann, wenn man nicht richtig projizieren kann und die Zunge dann auch nach hinten, die Zunge sich auch nach hinten drückt, nach hinten zieht, ja, dann kann es oftmals sehr flat klingen. Das klingt dann ungefähr so. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your dove of hearts. Ja, und das klingt dann natürlich echt flat. Also wenn du nicht praktisch ein bisschen den Mund aufmachst, ne? Um besser zu projizieren, dann drückt es hier, man wird dann hier unten bulkig. Also du musst schon gucken, dass du einmal mal das Kinn droppst, ja? Dass du den Mund aufmachst, dass du die Vokale auch schön und sauber aussingst. Was passiert nämlich mit deiner Zunge? Ich hatte das mal ganz häufig erwähnt, die Zunge ist ja ein riesengroßer, dicker Muskel. Ich blende das jetzt hier auch nochmal ein. Und die Zunge, wenn die sich nach hinten zieht, dann kann sie den Kehlkopf tatsächlich manipulieren. Also alles ist ja miteinander verknüpft. Die Zunge an den Hyoid Bone und der wiederum dann an den Kehlkopf. Und das bildet sozusagen eine Kettenreaktion. Also Nummer 1, dann who do you think you are? Run around leaving scars, scars. Da ist auch ein A und das möchten wir natürlich auch betonen. Nummer 3 und das ist die Zunge, wie gerade eben schon zu Nummer 2 erwähnt. Also die Zunge ist eben ein großer Muskel, alles ist miteinander verbunden. Die Zunge kann viele Verspannungen verursachen. Man denkt eigentlich gar nicht die Zunge. Das erste Mal, als ich mit dieser Zungenthematik konfrontiert war, habe ich gedacht, oh, Zunge? Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Tatsächlich. Also man kann ja sich auch in der Zunge verspannen. Das führt dann zu solchen mumbly Geräuschen, als hätte man so eine Kartoffel im Mund vielleicht. Oh, das hat ganz, ganz viele Nebenwirkungen, wenn die Zunge verspannt ist, ne? Gerade auch, wenn du in anderen Sprachen singst. Das kann dann auch passieren, dass du eben die Töne nicht klar triffst, dass du dann off-pitch bist, flat, dass da gar keine Stabilität ist, dass da gar keine Klarheit auch ist. Und auch in der Artikulation, weil die Zunge eben
die ganze Zeit unkontrolliert auch manchmal arbeiten möchte, so wie wir es eigentlich nicht wollen, kann das eben auch zu Problemen führen. Also, ein großes Thema ist eben Zunge. Wir wollen ja viel mehr Freiraum bilden. Und dadurch ist es gut, die Zunge immer mal wieder nach vorne zu bringen, ja? Wenn ich zum Beispiel die Zunge zu sehr hinten am Rachen ansetze und sich mein Gaumensegel senkt, dann singe ich praktisch durch die Nase. Who do you think you are? Und einige klingen dann dadurch ein bisschen nasal. Es gibt natürlich so viele Fehler, die man machen kann, aber ich zeige jetzt mal so ein bisschen, nur mal so einen kleinen Schnellexkurs. Ein anderer Fehler ist die falsche Atmung. Also es geht ja immer um die moderate Menge an Atmung. Oft wird das unterschätzt. Ich weiß, keiner, der hierher kommt, hat richtig Bock auf Warm-Ups. Das ist normal. Also wenn ich zum Taekwondo gehe, ich mache Taekwondo, da habe ich auch keinen Bock auf das Konditionstraining. Ich will dann direkt loslegen, ich will dann direkt loskicken und dann habe ich eigentlich auch keinen Bock auf diesen ganzen Stress davor. Aber es nützt ja nichts. Weil wenn ich habe einmal nämlich gekickt und mir dann richtig hier die Muskel gezerrt. Und das ist ebenfalls beim Singen der Fall. Also wir wollen gucken, dass wir uns vernünftig aufwärmen, dass wir die Grundlagen vom Gesang kennen, damit wir eine Foundation bilden, ein Haus bilden können. Und eine so eine Grundlage ist halt mitunter die Atmung. Damit steht und fällt auch eigentlich das ganze Haus. Wenn du nämlich nicht richtig atmest, führt das dann wiederum zu Problemen, dass du eben halt die Töne nicht treffen kannst, dass du eben nicht stabil aussehen kannst, dass du Phrasen nicht lange aussehen kannst, dass du Töne nicht lange halten kannst, dass du Phrasen nicht aussingen und verbinden kannst und dass es dann auch gar keinen Stimmkontakt gibt. Weil das wollen wir eigentlich, dass die Stimmbänder miteinander Kontakt haben. Der beste Kontakt, je besser und je länger die Kontakt miteinander haben, desto schöner klingt eigentlich der Sound. Atmung ist etwas, was man am schnellsten korrigieren kann. Das siehst du auch am ehesten. Es gibt Sachen, die du natürlich dann nicht siehst, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, um daran zu arbeiten. Aber die Atmung ist etwas, was man ganz, ganz schnell, schnell korrigieren kann. Lasst mir doch in den Kommentaren da, was ihr als nächstes gerne sehen möchtet und was da eure Problemchen sind und gerne auch, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich grüße euch ganz lieb aus Singapur. Wer Lust auf eine Gesangsanalyse hat, monatliche Tipps und Tricks und mich unterstützen will bei meiner Arbeit, der kann gerne mal auf Steady vorbeischauen, auf meiner Online-Gesangsschule. Dort gibt es verschiedene Pakete, die ich anbiete. Dort könnt ihr monatlich euer Cover einsenden und ich analysiere das auch. Dort bilden wir jetzt gerade eine Community, dann gibt es Tipps und Tricks und ja, ich freue mich auch, dass wir uns dort sehen und einen regen Austausch haben miteinander. So, liebe Grüße und ich sehe euch immer im nächsten Video.